als die Tiere noch sprechen konnten. Die Füchsin als Gevatterin. Es lebten einmal Brüderchen Wolf und Schwesterchen Füchsin und sie beschlossen, sich ehrlich ihr Brot zu verdienen. Sie erwarben einen kleinen Acker und vereinbarten, Kartoffeln anzubauen. Am frühen Morgen gingen sie aufs Feld und gruben kleine Löcher, um Kartoffeln zu stecken. Sie hatten gut gefrühstückt und um mittags nicht nach Hause laufen zu müssen, hatten sie Mittagessen und Vesper mit aufs Feld genommen, einen Topf Honig und ein Körbchen Semmeln. Sie stellten den Korb mit dem Essen ins Gebüsch und machten sich an die Arbeit. Sie gruben und gruben. Die Füchsin jedoch hatte die ehrliche Arbeit bald über. Sie tat, als ob sie fleißig grübe, im Stillen aber sann sie darüber nach, wie sie es anstellen könnte, unbemerkt zum Gebüsch zu laufen, um von dem Honig zu naschen. Auf einmal hörte sie vom nahen Moor her einen Vogel laut rufen: »Gup, gup, gup!« »Ich höre, Gevatter, komme gleich«, rief die Füchsin zurück, als ob der Ruf ihr gegolten hätte. Sie warf die Hacke hin und wollte schon gehen. Da rief sie der Wolf an: »Wo willst du hin, Füchsin? Hast du denn nicht gehört, mein Gevatter hat mich gerufen? Was will er denn von dir? Weißt du, wir hatten das noch gestern mit ihm abgesprochen. Er feiert doch heute Taufe und da hat er mich gebeten, Taufpatin zu sein.« »Wenn dem so ist, musst du gehen. Halte dich aber nicht so lange auf.« »Nein, nein, ich bin gleich wieder zurück«, versprach ihm die Füchsin. »Grabe nur ruhig weiter, ich hole dich ein.« Und weg war sie zum Gebüsch, wo der Korb stand. Sie labte sich am köstlichen Honig, fraß dazu eine Semmel, band dann ordentlich das Bündel wieder zu, leckte sich die Schnauze ab und ging, schwanzwedelnd, auf den Bruder Wolf zu. »Ist denn die Taufe schon zu Ende?«, fragte der Wolf erstaunt. »Ja, es ging sehr schnell«, erwiderte die Füchsin. »Was hat denn deine Gevatterin zur Welt gebracht? Einen Jungen. Und auf welchen Namen wurde er getauft? Viertelaus.« »Na, das ist aber ein seltsamer Name. So einen habe ich noch nie gehört«, sprach der Wolf. Die Füchsin entgegnete darauf nichts und ging voller Tatkraft an die Arbeit. Vielleicht war eine Stunde vergangen, vielleicht waren es auch schon zwei, als die Füchsin wieder großen Appetit auf Honig verspürte. Und kaum hatte der Vogel seine Stimme aus dem Moor erscheinen lassen, da rief sie laut: »Ja, komme gleich, Gevatter.« »Was ist denn, Füchsin?«, fragte der Wolf. »Ja, siehst du, das zweite Kindlein meines Gevatters ist gerade geboren worden und ich soll wieder Taufpatin sein.« »Nun, wenn man dich bittet, musst du gehen, bleib aber nicht zu lange weg. Ich bin gleich wieder da, Wolf«, versicherte sie und huschte fort zum Gebüsch hin. Mit beiden Pfoten packte sie sogleich den Honigtopf und tat sich gütlich an dem wunderbaren Honig. Dazu fraß sie eine Semmel, sodass von ihrem gemeinsamen Vesperbrot wenig übrig blieb. Dann kehrte sie zum Wolf zurück. »Oder bist du ja schon so schnell ging die Taufe?« »Ja.« »Was ist es denn diesmal? Ein Mädchen.« »Und auf welchen Namen wurde es getauft?« »Halbaus.« »Was du nicht sagst, solch einen Namen habe ich noch nie gehört«, wunderte sich der Wolf. »Diese Vögelwolf geben ihren Kindern immer so ungewöhnliche Namen, weil sie Vögel mit lautstarken Stimmen sind.« Sie arbeiteten weiter. Aber kaum war eine Stunde um, da gelüstete es die Füchsin wieder nach Honig. Und kaum rief der Vogel aus dem Schilf, da schrie sie zurück: »Gleich, Gevatter, komme schon!« »Wohin schon wieder, Füchsin? Hast du denn nicht gehört, mein Gevatter hatte mich abermals zur Taufe gebeten?« »Es ist kaum zu glauben, dass er dich so oft zur Taufpatin bittet«, sprach der Wolf. »Er liebt mich eben sehr.« »Na, dann geh schon, bleib aber nicht zu lange fort, wir müssen mit unserer Arbeit fertig werden.« »Ich bin gleich wieder zurück, Wolf. Arbeite ruhig weiter, hab keine Angst, ich schaffe schon meinen Teil.« Die Füchsin eilte zum Gebüsch, fraß den restlichen Honig und die letzten Semmeln auf, kippte dann den Korb um, warf alles durcheinander und ging zum Wolf zurück. »Bist du schon zurück von der Taufe?« »Ja.« »Was hat denn diesmal deine Gevatterin geboren?« »Einen Jungen.« »Auf welchen Namen hat sie denn diesen getauft?« »Restaus.« »Na schön, soll er groß und stark werden.« So gruben sie, bis die Mittagszeit kam.
Der Wolf war schon lange hungrig, er schämte sich nur, es einzugestehen. Letzten Endes aber warf er die Hacke weg und sagte, »Nun, jetzt ist aber genug. Ist es nicht Zeit, Mittag zu essen?« »Natürlich, es ist schon Mittagszeit, Bruder Wolf«, entgegnete die Füchsin und tat, als ob sie eifrig weitergrübe und sich nicht von ihrer Arbeit trennen könnte. »Bist du denn nicht hungrig?« »Nicht sehr, iss nur selber. Ich bin doch auf der Taufe bewirtet worden.« Da ging der Wolf zum Gebüsch und sah die Bescherung. Der Honigtopf war leer, ja bis zum letzten Tropfen ausgeleckt. Der Korb lag umgekippt daneben und von den Semmeln war kein Krümelchen übrig geblieben. Jetzt ging dem Wolf ein Licht auf, wohin die Füchsin so eifrig zur Taufe geeilt war und wie die Patenkinder zu solch seltsamen Namen gekommen waren. »Jetzt erkenne ich dein wahres Gesicht, du falsche Füchsin. So bist du also«, schrie der Wolf außer sich vor Zorn. »Wolltest mich wohl durch Arbeit und Hunger zu Tode schinden, indem du selbst alles hinuntergeschlungen hast. Warte nur, das zahle ich dir heim. Ich werde dich selbst zum Mittag fressen.« Die Füchsin hörte das wütende Geheul des Wolfes und sah, wie er zornentbrannt gelaufen kam. Darum wartete sie nicht, bis er heran war, sondern gab den Beinen Fersengeld, jagte in den Wald und dort, husch, gleich in den ersten besten Bau, den sie unter den Wurzeln einer alten Eiche entdeckt hatte. Dort glaubte sie sich in Sicherheit. Der Wolf aber, der ihr nachgehetzt war, bemerkte gerade noch, wie die Füchsin eilig ihr Schwanzende in den Bau zog. »Ach, hier bist du«, schrie der Wolf, »komm sofort heraus, du entgehst mir nicht.« Aber die Füchsin war nicht dumm. Sie saß mucksmäuschenstill in dem Bau. »Ah, du schweigst? Na schön, rausziehen werde ich dich. Warte nur, gleich habe ich dich.« Mit diesen Worten sprang der Wolf auf, brach eine lange Astgabel ab und stocherte damit in dem Bau herum. Er hoffte, die Füchsin an einem Bein zu erwischen und so aus ihrem Versteck zu ziehen. Und so geschah es auch. Ehe sich die Füchsin versah, klemmte ihr Bein in der Astgabel. Der Bau war eng, und als der Wolf spürte, dass etwas in der Astgabel steckte, begann er aus Leibeskräften zu ziehen. Da lachte die Füchsin, obwohl sie Todesängste ausstand, laut auf und rief, »So ein Dummkopf hat eine Eichenwurzel eingeklemmt und zieht daran. Mein Wohl, er hätte mein Bein erwischt. Zieh nur, du Schafskopf, zieh!« Als der Wolf das hörte, zog er die Astgabel zurück und befreite somit das Bein der Füchsin und begann von neuem nach ihr zu angeln, bis er in der Tat eine Eichenwurzel aufgegabelt hatte. »Au, au«, schrie da die Füchsin scheinbar vor Schmerz auf, »mein armes Beinchen!« Und der Wolf begann vor Freude so heftig zu ziehen, bis ihm die Kräfte ausgingen und die Astgabel zerbrach. Da spuckte er zornig aus, ging fort und schwor sich, sich nie wieder mit der Füchsin einzulassen.